So, da wären wir wieder vor dem Tempel. Aber in den Kommentaren habe ich jetzt gelesen, was es genau mit dem nördlich der Fighters Challenge jetzt auf sich hatte. Und noch ein, zwei andere nützliche Kommentare. Deswegen werde ich doch nochmal kurz nach oben huschen. Denn wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich es auf jeden Fall vergessen. So, speichern können wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Haben wir gerade erst. Und hier müsste es eigentlich gleich wieder hochgehen. Genau. So. Laut Karte ist hier der Eingang zur Fighters Challenge. Und der Zuschauer meinte dann, nördlich von diesen zwei Feldern, da sollte ich doch mal gucken. Und wir haben hier eben gerade eine Notiz gefunden. Gucken wir mal. Da sieht man richtig schön einen Rundgang mit einer Tür unten rechts. Rundgang, Tür unten rechts. Das heißt, hier irgendwo wird es dann auch weitergehen. Also müssen wir da lang und der... hatten wir nicht schon mal so ein Blaubeer-Ding gefunden? Wird wohl das gleiche sein. Na gut. Also, wir wollen hier hin, da rein und jetzt hier nach dem Schalter gucken. Und da haben wir doch schon was. Wo geht was auf? Ich habe jetzt nichts gehört. Also, nichts gesehen, meine ich. Und irgendwas geht schon wieder zu. Also ganz entfernt habe ich so ein schleifendes Geräusch gehört von Stein auf Stein. Was sagt die Karte nochmal? Die Karte sagt, da ist der Knopf, aber der sagt nicht, wo es weitergeht. Unsere Karte sagt, da wird es nicht weitergehen, denn wären zwei offene Felder direkt schräg nebeneinander. Und ich glaube, das geht nicht. Also zum Beispiel, wenn wir die Ecke hier nehmen würden und das Feld würden wir zumachen. Das geht nicht. Also, dass zwei leere Felder quasi so schräg miteinander verbunden sind. Falls ihr wisst, was ich meine. Also ja, ich glaube, da geht es nicht rein. Höchstens da. Oder sonst hier unten irgendwo. Das heißt, ich drücke jetzt ganz schnell den Knopf und laufe dann einmal diesen Gang hier lang. Torums Power. Ich gegen Wände laufen. Haha, sehr schön. Nicht sehr schön. Aber du machst es bestimmt wieder auf, oder? Jo. Und neues Licht. Dann gucken wir mal, was da unten ist. Ist das jetzt der Zugang zu dem Dismantler? Ja, das sieht glatt so aus. Gucken wir erstmal hier den Gang lang. Das ist nicht gut, oder? Nur ein, zwei sind, das ist okay. Ich höre ein Ogre. Das ist nicht gut. Dagegen habe ich kein Amulett. So, Schutz vor Ogre, plus 50. Au, wow, 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 wow. Das wird ein tödlicher Tanz. Na gut, ich hoffe, da ist jetzt nicht noch irgendwo ein Feuerlantar gewesen. Und ich weiß, ich bin gierig, aber ich wechsle mal schnell das Amulett. So. Und keine Stamina mehr. Das wird jetzt ein bisschen länger dauern. Oh, das war knapp. Hätte ich da jetzt nicht getroffen, wären wir tot. Denke ich mal. Denn er kann ja immer auch zu den Seiten hauen. Ganz schön unfair ist. Genau so. Das war auch ein bisschen zu knapp. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und selbst wenn nicht, jetzt weiß ich ja genau, wo ich hinlaufen muss. So. Natürlich könnte ich auch ein, zwei Tränke trinken. Der Geschwindigkeitstransfer wird sich anbieten, aber... Nee, das sparen wir uns. Ist ja nur Zeit. Die haben wir ja. Mal gucken sollen, wie das Rezept war für den Mana-Trank. Ich glaube, das war einfach nur die Flasche und eins von denen hier. Milkweed vielleicht. Das ist aber Gegengift. Ja, es wird verwendet, um Schlangenbisse zu kurieren. Das klingt doch gut. Also wird das hier der Mana-Trank gewesen sein. Jetzt bräuchten wir nur noch leere Flaschen.
Ah, 750 Erfahrungspunkte. Und du hast nur den Hammer dabei. Okay. Sind wir eigentlich jetzt auf... Ah, wir sind auf Ebene 8. Das heißt, alles, was wir hier unten finden, zählt jetzt nicht mehr zu den Secrets, die ich vorher mal aufgezählt hatte. Das heißt, es fehlt jetzt, glaube ich, nur noch eins. Also auf Ebene 1 bis... Auf Ebene 1 bis 7. Ich würde jetzt ganz gerne schlafen. Aber ich habe den Verdacht, dass wir dann gewonnen werden. Können wir uns irgendwo einsperren? Ist hier sicher? Ah, hier ist sicher. Perfekt. Ja, ein wenig paranoid. Nachdem wir einmal von dieser einen Krabbe gewonnen-hittet worden, das war schon recht übel aufzuwachen. Mit so einer Krabbenschere um den Hals. So, gab es noch was in den Kommentaren? Nee, ich glaube, das ging alles nur um genau diese Stelle hier. Also einmal die Notiz, die diese Stelle gezeigt hat. Und das Nördliche von der Fighters Challenge. Das heißt, irgendwo ist jetzt noch ein Secret. Das wird mich echt in den Arsch beißen später. Aber gut. Wieder runter. Was machst du? Du machst eine Verbindung zu dem Bereich. Das ist doch schon mal schick. Haben wir hier einen kleinen Autosave. Nimm, nimm, nimm. Hier wieder rein. Da war die Blitzgeschichte. Und kriegen wir den hier auch irgendwie auf? Nee, da ist die tanzende Spinne. Ups, das war nicht geplant. Zurück. Also, hilft nichts. Wir müssen jetzt durch den Blitzableiter. Und da müssen wir gleich die Tür aufmachen. Kamera 2 angeflogen. Ja, komisch. Oh, mehr Feuerelementare. Feuertalk. Das ist echt praktisch mit den Dingern. Dass man immer so schön wechseln kann, je nachdem, was für Gegner man hat. So muss das sein. So, ich sollte mir das gar nicht angewöhnen, so vorzulaufen. Sondern richtig schön jede Wand abzugehen. Sonst gehe ich hier 3-4 Mal lang später. Einfach nur, um nach Schaltern zu gucken. Weil ich irgendwo irgendein kleines Secret übersehen habe. So, bisher keine. Da ging gerade eine Tür auf. Ah, eine Abkürzung zu dem Blitzstrahlgang. Schön, schön. Aber erstmal, was war das gerade? Spinneneier. Na gut. Blitzbomben. Ja, das passt zu der Gegend hier. Aber keine Schalter. Na gut. Also, wie geht's da lang? So, hier ist Sackgasse. Ja, die Gitter hätten sie auch ruhig einzeichnen können in der Minimap. Oh, na gut. Wie haben wir das damals eigentlich ohne Torumgeschwindigkeit gemacht? Ich glaube, wir haben einfach nur immer die Blitze abbekommen, oder? Und husch. So. Ja, definitiv Spinnen. Und Feuerelementare. Wie auch immer die sich vertragen. Aber gut. Oh, was machst denn du? Du machst eine Druckplatte auf. Die Kombination gefällt mir nicht. Ein Raum voller Monster und eine Druckplatte, die irgendetwas macht. Ich hätte gerne einen Fluchtweg. Aber anscheinend kann man das hier gar nicht aufmachen. Na gut, ich hole erstmal lieber die Gegner hier raus. Bringe davon ein paar um und danach drücke ich die Platte. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Platte gleich hier einen Zugang zu dem Raum schafft oder uns irgendwo einsperrt oder sonst was. Das muss nicht unbedingt sein. So, und... das war jetzt ein bisschen zu viel. Und ein wenig zu knapp. Da sollten wir gleich mal zum blauen Kristall zurückhuschen. Geronimo und ich in den Blitz reinlaufen. So. Komm. Der blaue Kristall war... Hier irgendwo, da.
Und diese ganzen Blitzeinschläge überall sind recht irritierend. Also einmal da und jetzt auch noch hier vorne. Aber ja, man muss die Gefahr im Nacken spüren oder so ähnlich. Nummer 1. Wow, das war knapp. Nummer 2. Da kamen wir nicht durch. Na komm, husch. Dritter Gang. So, seid ihr alle tot? Kein Geknirsche. Ah, das könnte auch glatt ein Secret sein. Nö. Nur noch eine Druckplatte. Die lösen wir doch gleich mal aus. Sonst irgendwelche Schalter? Du? Hast wieder irgendwo ein Gitter aufgemacht? Egal. Erstmal weiter nach Schaltern gucken. Nix, 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 nix. Und wieder eine Druckplatte. Ja, ich sehe ein Muster. So. Der Schrieb kann weg. Jetzt müssen wir wahrscheinlich am Anfang die eine Druckplatte hier auch noch auslösen. Dann passiert irgendwas. Ah, wo kommst du denn her, du doofes Ding. Und das Feuerelementar im Blitzgang? Würde ich mir gerne genauer angucken. Aber schon tot. Hallo. Du stehst da echt ungünstig. Na komm, einer noch. Ah, noch einer noch. Ja, die kleinen Dinge des Lebens. So, Lichtzauber. Da sind zwar gerade Erfahrungspunkte flöten gegangen, aber das war's mir wert. So, da ging's nicht durch, oder? Nee. Ach, dass wir aufgehen... Was wir aufgehen gehabt, gehört haben? Wie formuliert man das richtig? Das, was wir aufgehen gehört haben, war wohl diese Tür hier. Und hier drin waren drei Feuerelementare, wovon zwei schon Selbstmord begangen haben. Warum auch immer. So, Knöpfe gucken nicht vergessen. Kein Knopf, kein Knopf. Ein Knopf. Irgendwo war da schon wieder Knirsche. Ah. Und ich höre einen Oger. Den Oger würde ich richtig gerne in den Gang locken. Das wäre bestimmt lustig. Aber ich habe nicht gesehen, wo das aufgegangen ist. Also drücke es einfach nochmal. Aber ich habe den Verdacht, dass das hier ganz hinten einfach, genau, die Wand war. Gut, also wieder gedrückt. Und was machst jetzt du? Du machst wieder irgendwo ein Gitter auf. Wirklich viel haben wir hier nicht mehr. Oh, wir haben doch ein Blitzschutzdingens gefunden, oder? Ne, Frostbite. Und das Gestampfe ist schon ziemlich nah. Das ist beunruhigend. Au. Ist hier ein Knopf? Nein. Hier ein Knopf? Da ein Knopf? Nein, nein. Weswegen genau waren wir überhaupt hier drin? Also wir sind jetzt einmal den ganzen Gang hier lang gegangen. Haben schön alle Räume befreit, alle Monster umgebracht. Aber irgendwie so etwas gefunden haben wir nicht. Na gut, vielleicht wurde jetzt hier irgendwo noch was anderes ausgelöst. Also ich laufe jetzt einfach nochmal zum blauen Kristall. Und gucken, ob sich hier irgendwo was getan hat. Also ein Zugang zu dem eigentlichen Raum. Aber nee, das ist zu. Hier ist auch noch alles zu. Und einen Schlüssel haben wir auch nicht gefunden. Das ist zu. Ah, da ist noch eine Tür. Die habe ich ganz übersehen. Ja. Kurz schlafen. Und dann wuseln wir uns wieder durch und nehmen einfach die rechte Tür. Das war, glaube ich, die einzige auf der Seite. Ah, da hinten noch. Aber einfach die erste rechte Tür. Aber erstmal speichern wir ab. LP 034. Und bis gleich.